Leute und willkommen zum neuen Video. Heute von Hot Wheels ein kleines Unboxing mit so einem Batman-Fahrzeug und von Herpa so ein Modellpanzer. Dann würde ich auch mit dem Batman-Fahrzeug von Hot Wheels gleich anfangen. Ja, hier bin ich wieder und das ist das Batman-Flugzeug. Kann man sehr gut auch dort den Sitz durch die Scheibe erkennen. Hier die zwei Löcher, wo ich glaube, dass man da noch Reifen reinmachen kann, dass man es auch so fahren lassen kann. Weil es ja auch von Hot Wheels. Da so eine Halterung wie bei den Star-Raumschiffen. Hier auf jeden Fall sehr tolle Details. Ja, hier vorne die Kanonen mit Düsen. Da noch ein Antrieb. Und dann würde ich sagen, dass ich jetzt den Panzer auspacke. Und dann mache ich jetzt wieder einen Cut. Hier bin ich wieder. Mit dabei war so ein Stoffteil. Halt, dass nichts abbricht. Sehr cool finde ich, dass da neben dem Kanonenrohr ein MG ist und da vorne auch. Halt, der Turm um 360 Grad schwenkbar. Die Ketten lassen sich nicht drehen. Hier unten sind dann nochmal Löcher für Reifen. Ist alles einfarbig, aber sehr tolle Details. Ja, ich musste kurz einen Cut machen. Ja, ist aber jetzt auch egal. Auf jeden Fall sieht er sehr nice aus. Was ich auch sehr feiere, ist, dass man, ich krieg's gerade nicht hin, aber man schafft es auch, die Luke dort zu öffnen. Also gerade kriege ich es nicht hin, aber hier die Kanone ist auch schwenkbar. Ja, das war's dann eigentlich auch schon wieder zu diesem kleinen Mini-Unboxing. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Abonniert diesen Kanal und schreibt eure Meinung zu den zwei Fahrzeug in die Comments. Ja, und bevor ich das nächste Video starte, also drehe, habt ihr jetzt die Chance in den Comments zu entscheiden, ob ich beim nächsten Video das Fahrzeug von Lego Technik Unboxing mache. Ob ihr denn den Aufbau sehen wollt oder ob ich dann wieder wie immer ein Cut mache und halt dann aufbaue und dann nach dem Cut wieder euch zeige. Könnt ihr dann euch halt entscheiden und in die Kommentare schreiben. Dann ciao, bis zum nächsten Mal.